Liebe Hochschulangehörige, liebe Lehrende, mit diesem Video möchte ich Ihnen ein Rezept an die Hand geben, wie Sie Ihre Lehre in großen Teilen nachhaltig und qualitätsgesichert digitalisieren können. Zentral dabei ist die Idee, dass Wissensmengen, die bisher frontal in einem Hörsaal oder als Notlösung per Videokonferenz vermittelt wurden, heute im Internetzeitalter digital zum Selbstlernen bereitgestellt werden können. Der Anteil der zu vermittelnden Wissensmengen ist zwar je nach Fach unterschiedlich, doch kann sich kein Fach und kein Studiengang von der Notwendigkeit der Vermittlung von Wissensmengen freisprechen, sei es Wissen über die indoeuropäischen Sprachen in den Altertumswissenschaften, Grundlagen der Optik im BA-Studiengang Augenoptik, die Artikulation von Sprachlauten in linguistischen Studiengängen oder Literaturtheorie in Studiengängen, von denen oft zu hören ist, Digitalisierung ist bei uns unmöglich. Es gibt folgende zentrale Gründe für die Notwendigkeit einer weitreichenden Digitalisierung dieser zentralen Inhalte. Einmal digitalisiert, können sie immer wieder verwendet bzw. leicht aktualisiert werden. Sie können einer öffentlichen Qualitätssicherung unterzogen werden. Sie ermöglichen individuelle und räumlich wie zeitlich unabhängige Lernstrategien. Und sie sind in vielen Bereichen klassischen Präsentationsformaten überlegen. Also gehen wir es an. Digitalisieren wir die in unserem Fach benötigten Wissensmengen. Damit die Wissensvermittlung ohne Präsenz funktioniert, benötigen wir gut gemachte Lehrvideos, Texte, Bilder, Animationen, Simulationen und, das wird fast immer vergessen, für die Überprüfung des erworbenen Wissens Testfragen. Zusammen mit den digitalen Materialien für die Inhaltsvertiefung, die wir aber vielfach schon besitzen, stellen wir so einzelne Lerneinheiten zusammen und verknüpfen diese zu Kursen. Jetzt werden Sie sagen, das schaffen wir nicht, das ist viel zu viel Arbeit. In der Tat, der Aufwand ist enorm. Ich habe hier mal den Aufwand für unseren Kurs Teaching and Learning in the 21st Century gezeigt, den ich mit 9 Studenten im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2019 erzeugt habe. Ist schon enorm. Und Zeit haben wir ja auch keine. Ich habe Ihnen das hier und im Anhang A von Patient-Hochschullehre ausführlich mal vorgerechnet. Doch es geht, aber nur, wenn wir unser Mindset ändern und zum Beispiel zulassen, dass wir auch Fremdmaterial in unserer Lehre nutzen, haben wir doch bei Büchern auch gemacht, oder? Oder haben Sie Ihre Lehrbücher alle selbst geschrieben? Im Teaching and Learning in the 21st Century Kurs haben wir so zum Beispiel circa 2,5 Stunden Fremdvideo eingebaut. Es geht also. Aber nur durch Kollaboration, Kooperation und den Willen, es auch nachhaltig tun zu wollen. Das war bisher nicht vorhanden. Nehmen Sie daher die Corona-Krise zum Anlass, sich mit Ihren Fachkollegen zusammenzutun. Erzeugen Sie die digitalen Wissenselemente für Ihre Lehrveranstaltungen gemeinsam. Und nutzen Sie die digitalen Ergebnisse auch in den kommenden Semestern. Daher hier mein ganz konkretes Rezept. Nehmen Sie Ihre Kurse für das kommende Semester und arrangieren Sie sich mit Ihren Fachkollegen. Für jede Lehrveranstaltung erzeugen Sie bis zur ersten Woche des neuen Semesters, also bis zum Semesterbeginn, die digitalen Wissensmengen für die ersten 3 Lerneinheiten, nicht gleich für alle. Ab Semesterwoche 2 erzeugen Sie im Wochenrhythmus immer eine weitere Lerneinheit. Sie sind Ihren Studenten also immer um 2 Wochen voraus. Das reicht, um ausgiebig zu testen, auftretende Fehler zu beheben und 2 Wochen vor Semesterende fertig zu sein. Übrigens, beziehen Sie doch Ihre Studenten mit ein. Auch die können vorhandene Videos empfehlen, kleine Videos produzieren und Texte schreiben. Nutzen Sie deren Potenzial.
Betrachten Sie die Corona-Krise also als Chance für einen Aufbruch. Beenden Sie die unsägliche Zeit des Emergency Remote Teaching. Machen Sie diese aus der Not geborene Distanzlehre nicht zur Planungsgrundlage weiterer Semester und verabschieden Sie sich schnell wieder vom Corona-getriebenen Grundsatz der technologiegetriebenen Didaktik. Das wollten wir doch nie so haben. Für weitere Details erlaube ich mir noch auf meine Videos 6 Schritte und digitale Lehre, Maßnahmen und neue Abläufe hinzuweisen. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben und Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte jederzeit und ohne Voranmeldung. Ich stehe gern zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.